Heute geht es um mein erstes Thema, um Selbstschussanlagen. Jeder kennt das sicherlich, die Schwiegermutter schleicht ums Haus. Und da gibt es natürlich einige Möglichkeiten, um sie zu vergrämen, also zu verscheuchen. Ich bitte euch, dieses Thema auf jeden Fall ernst zu nehmen. Mindestens ein Viertel der Weltbevölkerung hat dasselbe Problem wie ich. Amazon hat dieses Problem selbst auch erkannt und liefert für sagenhafte 44 Euro inklusive Versand eine Selbstschussanlage, die man sich einfach am oder im Haus montieren kann. Und die selbst ausgedachte Studie gibt mir auf jeden Fall recht, dass dieses Gerät definitiv Erfolg hat. Und ich würde sagen, wir gucken uns das nach dem Intro mal zusammen an. Ab geht's. Danke fürs Einschalten. Ich bin's, Paul Kramer, Onkel Kramer und auch Schwiegersohn und möchte natürlich für euch auch lösungsorientiert arbeiten. Und dementsprechend testen wir heute dieses Gerät, was effektiv sein soll und euch auf jeden Fall ein besseres Leben bescheren wird. Ob das jetzt legal ist, ich weiß es nicht. Im Krieg und in der Liebe ist aber alles erlaubt und dementsprechend kann man sagen, dass selbst Leute, die nicht so gebildet sind in diesem Punkt, es gibt ja einige Menschen, die heiraten und dann plötzlich die Schwiegermutter auch haben. Und für alle die, die sich mit sowas noch nicht auskennen, gibt es eine super einfache, easy Anleitung. Ich zeige euch das Gerät mal kurz. So, das hier ist das gute Stück. Wir haben auf jeden Fall zwei Ösen oder Löcher, wo wir das Ganze auch an die Wand schrauben können oder ja, an PKWs oder an Rücksitze zum Beispiel. Wenn jetzt jemand euer Auto benutzt und den Sitz nach hinten stellt, dann wird hier sofort ein Knall ausgelöst. Der Knall wird natürlich nicht ohne irgendwas ausgelöst. Das heißt, hier vorne an diesem Loch dürfen wir eigentlich nicht, also mit dem Finger vorgehen, dann ist hier noch eine Kugel drin und der Schuss löst sich. Dann sieht euer Finger ganz schön schwarz aus. So, wie lädt man das Ganze? Das Ganze wird hier quasi reingesteckt. Das passt für Kugeln mit der Größe von 9 mm. Ganz wichtig, Schreckschuss. Mit den normalen 9 mm klappt das natürlich nicht. Ganz wichtig, die Öffnung muss natürlich Richtung Loch zeigen und dann können wir das Ganze zuschrauben. So, vom Prinzip her ganz easy. Wir sind hier am Anschlag, weiter geht's nicht. So, wie funktioniert das Ganze? Wir haben hier hinten Bolzen. Ich hoffe, ihr könnt das sehen. Den können wir jetzt nach hinten ziehen. So, und jetzt ist das Teil geladen. Und wie wird der Bolzen ausgelöst? Wir montieren hier eine Schnur. Dann schnellt der Bolzen nach vorne. Gegen die Patrone und die Patrone wird natürlich ausgelöst oder wie man das auch immer nennt, abgefeuert. So, jetzt ist hier aktuell die Sicherung noch drin, das heißt, der Bolzen kann nicht ganz nach vorne. Wir können das Ganze laden, aufstellen oder montieren und dann bauen wir hier einmal ein Band dran als Beispiel. Wisst ihr, gut, dass die Sicherung drin ist. So, mit der Schnur können wir natürlich entweder eine Stolperfalle bauen oder wir können das Ganze auch von Hand auslösen. Ich würde sagen, dazu gehen wir nach draußen, denn das riecht wirklich noch schlimmer als die Schwiegermutter. Wichtig ist auf jeden Fall, wenn ihr das montiert, richtet das nicht in die Richtung der Person. Es führt wahrscheinlich dazu, dass ihr Schadensersatzansprüche begleichen müsst und dementsprechend, es hätte sich dann nicht gelohnt. So, ich lege das Ganze mal hier drauf. So, das Ganze ist geladen. Ich würde sagen, ich ziehe jetzt einfach mal an der Schnur. Wir gucken mal, was passiert. Feuer frei. Hinterher können wir die Patrone rausnehmen. So, das Ganze natürlich wieder nachladen. Wie geil ist das denn bitte? Stellt euch mal vor, jemand geht in den Schuppen rein. Ihr baut das Teil von innen ran, ne? Die Tür geht auf und krabom! Also ich liebe sowas, ja? Ich bin so ein Typ, der ist auf jeden Fall für Scherze und für Streiche zu haben. Ich würde es, glaube ich, nicht ernsthaft irgendwo auf den Hof unbeaufsichtigt ranbauen, weil es können immer irgendwelche Kinder oder sonst irgendwas da rangehen. Vielleicht weit oben im Baum mit einer Fernauslöseschnur, ja, aber noch nicht einfach so. Ich hoffe übrigens, dass die Schwiegermutter das Video nicht sieht, denn das Problem ist natürlich, sie tut mir Arsen ins Essen rein und das verkürzt meine Lebenszeit. Aber ich denke mal, das Grundprinzip ist verstanden, das Gerät funktioniert, das haut hin und es hat einen sehr leichten Abzug. Also es bedarf nicht viel Kraft, wenn wir es so an die Wand dranhängen, das ist vielleicht noch ein bisschen besser, ein bisschen mehr Widerstand und zack, dann löst das Ganze aus. Können das Ganze natürlich sichern, aber unbeaufsichtigt würde ich sowas, auch wenn es jetzt alles lustig klingt, natürlich nicht aufhängen. Anwendungsfall würde ich sehen, im Apfelbaum oder im Schrebergarten vielleicht, wenn die Nachbarn sich nicht allzu sehr darüber beschweren. Keine Ahnung, wo man sowas gebrauchen kann. Ja, um mal einen kleinen Spaß zu machen, da muss man natürlich immer drauf aufpassen. Der andere sollte keinen Herzinfarkt bekommen. Es sei denn, es ist die Schwiegermutter. Sinnvoll fände ich es vielleicht auch, wenn es nicht in Reichweite von Kindern ist, irgendwo
am Haus, am Kellerfenster oder irgendwas, wo man das vielleicht im Notfall auslösen könnte. Aber erfahrungsgemäß im Notfall funktioniert sowas sowieso nicht. Ihr könnt ja mal reinschreiben, ob ihr eine Schwiegermutter habt und ob ihr da eventuell auch Einsatzzwecke seht. Hier steht nochmal drauf, Vorsicht, Selbstschuss. Kann man das mit in die Fußgängerzone nehmen? Braucht man dafür einen Waffenschein? Vielleicht weiß das jemand und kann das hier gerne mal beantworten. Das war's. Link ist in der Infobox für dieses praktische Gerät. Ich hoffe, euch hat das gefallen. Ich finde es mega lustig und cool, dass es sowas frei verkäuflich gibt. Und hoffe, dass es auch so bleibt. Bis dann, euer Onkel Kramer. Ciao.